Freunde, heute seht ihr mich mal ein bisschen anders. Auf der einen Seite, weil es warm ist, auf der anderen Seite, weil es zu spät ist, um jetzt die Folge eigentlich noch hochzuladen. Aber ich hoffe, das ist für euch trotzdem okay. Und auf der dritten Seite, weil ich mich auch mal wieder ohne Sio zeigen wollte. Nur diesmal mit diesem, ich finde das irgendwie ganz cool so. Wir sind jetzt inzwischen beim Halbfinale von The Masked Singer. Und es wurde angekündigt oder angefangen mit dem The Masked Singer Rummelplatz. Konzentration, Irritation, Aktion, Eskalation und Motivation. Das sind die Begriffe, mit denen The Masked Singer sich selbst beschreiben würde. Aber nicht die drei, mit denen ich sie jetzt vielleicht in Verbindung bringen würde. Ich finde Faszination, Frustration und Isolation passender. Faszination, weil ich die Sendung als solche eigentlich relativ interessant finde, sogar sehr interessant, sonst würde ich hier kein Video dazu machen. Frustration, weil es zwar nicht darum geht, dass Sänger gecastet werden, ich meine, es sollen ja jetzt nicht zwingend Sänger sein, aber dass so viele Leute dabei sind, die wirklich überhaupt kein Talent haben. Zumindest kein Gesangstalent. Und Isolation für jeden Sänger dort, weil es momentan ja wegen Corona kein Publikum gibt. Was ich aber cool finde, ist, dass Conchita Wurst diesmal in der Jury sitzt. Ich mag Conchita, einfach durch den Eurovision Song Contest. Sie hat ja für Österreich gewonnen. Und dass es jetzt Insider zu den Stars gibt, beziehungsweise zu den kostümierten Personen. Das erste Duell war Chamäleon gegen Drache. Die Indizien des Chamäleons basierten auf den guten alten Zeiten, auf dem Ruhestand, auf Erinnerungen. Und der Insider war ein Blumentopf. Das fand ich doch ein kleines bisschen weird. Und die Performance war ja D.I.S.C.O. Nur jetzt auf Französisch, also dieser Disco-Song. Und ja, das Chamäleon hat sich jetzt mehr bewegt, aber das ist eigentlich auch schon alles, was ich dazu groß sagen kann. Es wurde ja geraten, dass es Michael Kessler von Switch Reloaded ist. Es hat sich herausgestellt, dass er es nicht ist. Auf Basis des Themas Ruhestands war ich allerdings nicht ganz sicher. Aber hier war auch meine Meinung, dass die Stimme doch recht alt ist. Das heißt, ein junger Mensch wird da wohl wahrscheinlich weniger drunter stecken, was es ja auch im Endeffekt war. Beim Drache hat mir der Insider und die Indizien leider sehr, sehr wenig geholfen. Ich stochere da immer noch im Dunkeln rum, auch wenn ich wie die Jury davon überzeugt bin, dass es wahrscheinlich Gregor Meile sein wird. Die Performance war You are beautiful, no matter what they say. Es war gesanglich gut, auch wenn ich dem Drachen leider beim Singen nicht diese Emotionalität zuschreiben würde und ich das Gefühl habe, dass Power-Songs ihm mehr liegen als ruhige Balladen. Und die Person im Hintergrund hat mich wirklich hart abgelenkt. Was war das für eine Performance im Hintergrund? Ruth sagte, sie findet den Drachen sexy. Das kann ich in dem Sinne sogar verstehen. Ich denke, einige Furries werden den auch sexy finden. Aber das war ja letztes Jahr auch beim Kudu, wo man sagt, das sind einfach ganz, ganz eigene kreative und auch geile Kostüme, die viele Leute toll finden. Das ist ja dieses Jahr für mich auch beim Drachen so. Mein Favorit und der des Publikums war der Drache. Dann Wuschel gegen Hase gegen Faultier. Beim Wuschel waren die Indizien Crew im Park auf Tour und er hat früher ein Doppelleben geführt. Mit einer Performance von einem Song von Amy Winehouse, dieses Why don't you come on over Valerie? Ist eigentlich ein cooler Song. Hatte auch, würde ich sagen, ganz gut gesungen. Das Problem, was ich halt habe, er ist halt auch keine Amy Winehouse. Diese soulige und auch sehr dominante, starke Stimme, die hat der Wuschel einfach nicht. Was nicht schlimm ist, aber da passt der Song dann meiner Meinung nach nicht ganz gut. Ich war aber auch schon wieder ein kleines bisschen abgelenkt von den Tänzern. Was den Hinweis angeht, wer es sein könnte, Daniela Negroni halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Gerade auch wegen der Frisuren des Wuschels, wegen der Leistung von Daniela Negroni. Man kennt ihn ja auch so ein bisschen von DSDS, wenn man es vor einigen, ich glaube, es ist wirklich schon einige Jahre her, dass man es geguckt hat. Aber da ist er, glaube ich, Zweiter geworden. Die Sache ist aber, die Argumentation von Conchita Wurst mit Vincent Weiss macht auch erstaunlich viel Sinn. Das heißt, sagt mir doch mal, wer ihr glaubt, dass es sein könnte. Der Hase steht von den Indizien her das erste Mal auf eigenen Beinen. Das hat mich nochmal in dem bestärkt, was ich eh schon dachte, dass es Eni van de Majorkles ist. Ihre beste Freundin hatte so eine Kochschürze, beziehungsweise ein ganzes Köchinnen-Outfit an. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das sieht man beim großen Backen tatsächlich immer wieder bei der Bettina Schliephake Burchert. Und ja, ich gucke diese Serie, ich habe sie viel zu oft geguckt, weil ich mal backen lernen wollte. Auch mit dem Käsekopf, das ist alles so klar, das ist A, Niederlande, das ist Eni. Und das große Backen, dafür steht sie förmlich. Also ich würde wieder diesen obligatorischen Besen fressen, wenn das nicht Eni van de Majorkles ist. Oder Mike Glock, yes. Ich bin mir beim Namen nicht ganz sicher. Und ich meine, die Jury unterstützt ja weitestgehend diese These. Kommen wir zum Faultier. Die Indizien sprechen wieder die Sprache nach Stefan Raab, wenn es nach mir geht. Er ist ein Multitalent, ein Unterhalter. Er ging ans Limit. Und Stefan Raab ging in seiner Serie Schlag den Raab doch durchaus immer wieder ans Limit. Dann wurden Schwimmhilfen gezeigt. Vielleicht ist das der Hinweis zum TV Total Turmspringen gewesen. Die Performance war See You Again gewesen, dieses It's been a long day without you, my friend.
And I tell her all about it when I see you again. Und das war richtig schön gesungen. Auch der Rap-Part war meiner Meinung nach richtig toll. Und wie es ein Freund von mir festgestellt hat, als ich mich heute mit ihm unterhalten habe, man hört im Rap-Part doch viel, viel deutlicher raus, dass es Stefan Raab ist. Ich war zwar immer auf der Seite von Wuschel, muss aber zugeben, dass das Faultier das faszinierendere Kostüm ist, beziehungsweise die faszinierendere Aufmachung und Persönlichkeit. Ich war nicht ganz sicher, wen ich als Favorit wählen soll. Ich hätte den Wuschel gesetzt, weiter kam aber das Faultier. Dann kamen die drei Performances von den drei Teilnehmern, die nicht direkt weitergekommen sind. Zuerst das Chamäleon. Es kam dieser Song, Don't blame it on sunshine, don't blame it on the moonlight. Und weiter weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber so, dass ihr den Song nochmal im Ohr habt. Die Performance war wie vorher auch. Ich kann und möchte eigentlich nichts Neues mehr dazu sagen. Bei dem Indiz wurde ein Angelschein gezeigt, das hat mir leider auch nicht geholfen, aber was hat das Chamäleon bitte für eine Lache gehabt? Dann kam der Wuschel, von dem eigentlich auch klar war, dass er sehr wahrscheinlich weiterkommt. Und das war folgender Song. I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. I know that I'll be wasting time. Ich bin jetzt auch gerade nicht mehr wegen der Lyrics sicher. Übrigens, immer noch, don't judge me for singing. Wenn euch das Video so nicht gefällt, ihr müsst es nicht gucken. Der Einstieg war meiner Meinung nach ziemlich schwach, was im Refrain wieder gerettet wurde. Aber die Frage ist, wird es dem Wuschel langfristig helfen, wenn die Strophen schlecht sind, nur weil der Refrain ihm liegt? Ich bin mir nicht sicher, ob die Songwahl, die der Wuschel trifft, immer die richtige ist. Denn hier war meiner Meinung nach der erste Auftritt deutlich besser als jetzt der zweite. Der Hase war von der Performance ganz ruhig, der Song war ruhig. Es hat halt alles vor sich hingeplätschert und war jetzt eher knuffig und weniger auf, ich will die Leute jetzt richtig überzeugen, sondern eher, es ist so ruhig vor sich hingeplätschert. Besonders das Tanzen mit dem Plüschhasen war halt super knuffig. Bei den Indizien ist das Wort preisverdächtig hängen geblieben. Das wurde jetzt ja schon diverse Male gesagt. Aber der Hase führt ja auch seinen kleinen internen Krieg mit Ray Garvey aus. Deswegen, ja, mal schauen, wie es nach der Enthüllung wird. Die Kreidetafel hat mir persönlich dafür leider recht wenig geholfen von den Indizien. Vielleicht sieht es ja bei euch besser aus. Mein Favorit war Wuschel und Hase, also dass das Chamäleon rausfliegt. Das hat das Publikum auch so gesehen. Also, Fazit oder Enthüllung, das Chamäleon ist raus. Und es war ja schon recht klar und es hat sich nochmal bestätigt, das Chamäleon war Dieter Hallervorden. Ich kann dazu leider gar nicht viel sagen, weil seine schauspielerischen Höchstleistungen, also ein Freund hat gemeint, er hat bei Honig im Kopf mitgespielt, aber ich mag die Til Schweiger Filme nicht. Und ansonsten weiß ich nur, er ist Schauspieler, aber ich kann ihn jetzt anhand seiner Leistung nicht so richtig bewerten. Deswegen nehme ich mich hier zurück und sage, okay, es war Dieter Hallervorden. Ich bin jetzt auch vor allem gespannt aufs Finale. Es wurde der Free Eurovision Song Contest angekündigt. Das heißt, es gibt jetzt sowas Internes, was ich glaube von Warns Stefan Raab und Conchita Wurst moderiert wird. Finde ich super spannend. Ich werde dazu wahrscheinlich dann auch ein Video machen, weil ich es einfach so schade finde, dass der Eurovision Song Contest als solcher nicht stattfinden wird. Deswegen, ich bin sehr gespannt und hoffe, dass ich bald da mehr erfahre. Vielleicht wisst ihr ja was, könnt ihr mir auch gerne unten reinschreiben, wenn ihr was wisst. Das war jetzt das Video. Ihr könnt mich hier drüben super gerne abonnieren, da würde ich mich drüber freuen. Und drunter kommt jetzt im letzten Video. Wir sehen uns in der Konstellation jetzt mit The Masked Singer noch nächste Woche im Finale. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Macht's gut und ja, bleibt flauschig. Ciao!